Hey, das hier ist Funcade, wo man viele verschiedene Level spielen kann und oben ist sogar noch extrem viel Nebel. Und ich muss sagen, die Spiele sind alle ein bisschen crazy, wie zum Beispiel das hier. Ich habe hier schon zwei Level gespielt, um einfach nur mal zu testen, was das ist. Und in diesem Spiel muss ich quasi einfach das Monster treffen. Wenn ich das geschafft habe, habe ich das Level auch geschafft. Und da gibt es aber das Problem, dass ich quasi mich nicht bewegen kann. Ich kann nur schießen und dann, wenn ich schieße, bewege ich mich auch gleichzeitig. Das heißt also, jetzt gerade kann ich mich nicht bewegen, außer ich schieße. Das heißt also, ich kann jetzt einmal den hier abtreffen, dann muss ich warten und dann nochmal treffen. Jetzt müssen wir hier den Rocket Jump machen, ne? Das heißt also, oh, okay. Wir können sogar fliegen. Das ist schon sehr cool. Das heißt also, wir können hier Pang und dann Pang, Pang. Oh, nochmal schießen, ne? Dann hier wieder so hochfliegen mit der Pistole. Nein, oh nein. Ich muss doch hochfliegen. Okay, warte. Nee, nee, nee. Jetzt aber. 3, 2, 1. Okay, okay. Flieg. Flieg in die andere Richtung, Mann. Okay. Ja. Und runter. Oh. Okay, okay, okay. Jetzt nochmal ganz ruhig. So, nach vorne schießen. So, und jetzt einmal den auf der rechten Seite treffen. So? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ich treffe ihn nicht. Okay. So, und dann einmal ein Schuss. Und dann... Oh nein. Warte. Ein Schuss. Zwei Schuss. Oh, nice. So, Level 10. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Ne? Hier müssen wir ebenfalls so einmal den hier so schießen. Okay. Oh, 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 oh. So, dann hier runterkommen. Eieiei, in den Keller, wo die ganzen Bakterien sind. Sag mal, schießen wir hier gerade Bakterien oder sowas ab? Die haben irgendwie so nur einzelne Augen und die sehen immer so schlecht gelaunt aus, die guten Kollegen hier, gegen die wir hier spielen. Aber wir sind gut genug, um gegen sie zu gewinnen. Oh yeah. Jetzt müssen wir hier sogar einen zwischen den Kisten erwischen. Ne? Müssen wir eigentlich nur die Kisten alle wegschießen. Wow, was? Wir haben jetzt keine normale Pistole mehr, sondern wir haben jetzt so eine Shotgun, die quasi einen größeren Radius an Schuss hat. Das heißt also, wir sind jetzt viel weiter im Schuss her. Einmal hier kurz durchbewegen. Okay. Nein. Nein. Jetzt drückt mich dieser Spinner zurück. Komm schon. Warte mal, wie so. Oh, ich weiß, wie ich das machen kann. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Okay. Nice, das Ding. Oh, wow. Das war jetzt gerade schwierig. So, ihr Viren, da hab ich euch erwischt. So, die Shotgun hat schon so eine Daseinsberechtigung, aber sie ist mir ein bisschen zu... Aua! Au. Boah, so kleine Spikes. Oh, nein! Okay, wir müssen quasi schießen, gegenschießen, hochschießen, hochschießen, runterfallen und dann sind wir da unten und schaffen es, alle abzuschießen. Wow! An den Spikes vorbei. Nice, das Ding. Wow, und damit ist die Challenge geschafft. Complete. Oh, endlich. Yo, das ist Welt 1, 40%. Und damit haben wir sogar unseren Quest Progress geschafft. Ich fahre ganz komische Autos in super schnellem Tempo. Uiuiui, okay, mal gucken. Oh, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da ist der Motor aber auf jeden Fall am Grölen. Okay, wir gucken mal, was wir hier schaffen können. Okay, erstes Level geht. Okay, ich glaube, das Problem ist, wenn wir wirklich auf der Rückseite oder sowas landen, dann sterben wir relativ schnell, würde ich einfach mal sagen. Aber, wow, sogar Monster Truck Jumps sind dabei. Sehr nice. Oh, und eine Limousine kriegen wir auch. Okay, das heißt, wir checken das mal. Oh, ganz mies. Okay, unser erster Fail. Das heißt, wir müssen jetzt hier als Limousine ein bisschen vorsichtiger agieren. Ist aber nicht so schlimm. Wir kommen auch so rüber. Schön. Okay, alles easy. Wir müssen einfach nur sanft mit etwas Fingerspitzengefühl rangehen, okay? So, mit diesem neuen Truck, der jetzt aber zwei Reifen extra hat, wird es bestimmt nochmal leichter. Wow, man kann sogar durch Wände durchfahren. Okay, wir haben wie so einen Monster-Truck, der quasi so Wände so komplett zerstören kann. Schönes Ding. Easy. Man musste eigentlich nur gerade ausdrücken. Oh, was? Oh nein, ich hab nicht gesehen, dass die Reifen von diesem Auto einfach viereckig sind. Okay, ganz vorsichtig. Oh Mann, wer ist denn mit der Idee gekommen? Ey Leute, das muss doch nicht sein. Was? Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin das Ziel. Ich bin das Ziel. So, so. Nein. Nein. Oh Mann. Okay. Meine Güte, das war wirklich krass gerade. Okay, wir geben jetzt einfach nochmal mit rundem Gas. Ui, 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 oh, 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 mit Looping. No way, das war gerade richtig cool. Oh nein, jetzt sind wir bei Schnee und jetzt wird es noch glitschiger. Oh, oh, oh. Na klar.
Dieses Geräusch von diesem kleinen Plätschern, als wir da reingefallen sind. Oh Mann. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Bremsen, bremsen, bremsen. Rückwärts, 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 rückwärts. Was? Das war zu viel Tempo? Okay, vorsichtig. Okay, jetzt hier schon auf dem Weg hier rückwärts fahren. Rückwärts fahren, rückwärts fahren, rückwärts fahren, rückwärts fahren, rückwärts fahren, rückwärts fahren. Yo, was? Wie glitschig ist das denn bitte? Ey, das war's sogar schon. Drive mad. Easy. Weg damit. Nice, nice, nice. Swipe to move. A giant asteroid scorched the earth. Okay, jetzt haben wir hier so eine Figur und wir müssen die... Oh nein. Okay, wir müssen hier die Welt einfärben. Kann es sein? Oh, okay. Okay, okay. Das kriegen wir hin. Schau mal. Hier hinlegen. Da an den Kopf. Nee, da kommen wir nicht hin. Aber hier hin. So, den da. Oh, guck mal, da sind sogar die Büsche jetzt schon ganz bunt. Und dann nochmal, zack, dahin. Wir spielen auch irgendwie so einen pinken Dinosaurier oder sowas, der so einfach, dem seine Aufgabe ist, einfach die Welt so bunt zu färben. Oh, oh. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt bestimmt noch ein paar miese Level kommen werden. Aber das ist schon okay. Wir kriegen das hin. So. Guck mal, ob wir uns hier so hinlegen können. So und dann so. Okay. Das kriegen wir alles hin. Bisher komme ich noch echt gut durch das Level. Einfach nur die Farben so ein bisschen hier abchecken. So. Okay, Level 20. Klingt auch so, als ob das das letzte Level ist. Und hier wird jetzt nochmal ordentlich eingefärbt. Und ich muss sagen, inzwischen fühle ich mich in diesem Spiel sehr wohl. Also ich fühle den Drachen hier richtig hart. Und habe dementsprechend alle 20 Level hier durchgezogen. Und damit sind wir fertig für die nächste Welt. Nice. Okay, ich habe jetzt Free gedrückt. Nice. So, mal gucken, was wir hier noch so haben. Ich will das Autospiel nochmal spielen. Okay, das sind nochmal schwierigere Autolevel, oder was? Einmal hier. Oh, jetzt muss man hier sogar mit Brücke schieben machen, ne? Okay, ich muss sagen, das Autospiel in diesem Game ist so nice gemacht. Irgendwie fühlt sich das so anders an als andere Autospiele. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass diese Reifen von diesem Auto, die sind einfach so flexibel. Flexibel, nein! Aua! Eigentlich muss man da nur so antippen und dann kommt es ja schon ins Wanken und ins Machen. So, und jetzt müssen wir hier einfach nur einmal Gas geben. Hier einfach hochfahren und ins Ziel. Okay, warte mal, was passiert denn da? Wir haben hinten einfach einen Turbo dran. Seit wann das denn? Oh nein, jetzt gibt's einen Flamme. Wow! Was? Oh nein! Ganz ruhig, Robert. Ich wollte doch ganz ruhig fahren. Dieses Spiel macht mich fertig. Okay, aber der Turbo hilft uns auf jeden Fall, alle Strecken so durchzukommen, wie wir es brauchen, ne? Puh, okay. Es gibt schon immer noch... Oh, jetzt fahren wir in die andere Richtung? Oh, nö. Bitte kein Richtungswechsel. Boah, was? Das fühlt sich so komisch an, das irgendwie in die andere Richtung auf einmal zu spielen. Wow, 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 wow. Nein! So, ganz vorsichtig. Einfach nicht viel machen. Genau. Easy. Die Sachen regeln sich hier von selber. Manchmal, wenn man so ein Spiel spielt, Leute, denkt nicht zu viel nach. Macht einfach das, was das Level von euch möchte, dann kommt ihr besser durch. Alter, was ein Schneeschieber! Okay, Level, dann werde ich genau das tun, was du jetzt willst. Schneeschieben. Okay, wir gucken mal. Oh, oh, es ist satisfying. Oh, nice, nice, nice. So. Oh, noch mehr Schneeschieben. Nice, nice, nice. So, mit unserem kleinen Panzer haben wir hier wirklich alles gerade weggeschoben. Nee. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Oh, das ist wie so ein Pendel. Und ich muss das Auto jetzt genug pendeln, damit es auch ins Ziel reinkommen kann. Jawoll! Was? Das ist so ultra cool. Das war... Oh Mann, okay. Oh, ein Doppeldeckerbus. Schön. Oh, Alter, was da für Tore sind. Da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Weil wir haben jetzt mit dem Doppeldeckerbus auf jeden Fall eine andere Höhe, mit der wir schneller mal unseren Kopf anschlagen können. Deswegen sollten wir da ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, oh, was? Sprünge über andere Monster-Trucks? Oh, hallo? Ich bin auf einem Monster-Truck gelandet? Okay. Es ist gar nicht so einfach, mit diesem Auto Tempo wirklich aufzubauen, weil der nämlich so schnell kaputt gehen kann. Man muss immer 2, 3 Gasstöße geben, damit der so ein bisschen überhaupt... What the fish? Was ist das? Das ist einfach... Das ist jetzt ein echter Panzer, Leute. Oh Mann. Man muss hier immer so ein bisschen aufpassen. Man muss hier in Gasstößen arbeiten, ne? Und,
Dieser... Oh, was? Okay, der Baum ist auf einmal eine Brücke. Nice, Mann. Nice, nice, nice. Okay, okay. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Anschwung. Nee, nope. Das war's. Ich bin tot. Jawoll! Drüber mit dir, drüber! Jawoll! Ja. Das muss gekonnt sein, deswegen mache ich das auch einfach. Einfach Macher. Einfach Macher. Oh, was? Ein Rennen? Oh, nö. Nee, das ist kein Rennen. Das ist kein Rennen. Ich fahre einfach beide. Oh, nein. Okay, ganz ruhig, Roman. Nee. Oh, mein Gott. Das kannst du dir nicht ausdenken. Als ob ich jetzt... Als ob ich jetzt... Oh, nein. Jetzt ist der andere weg. Oh. Nein. Hat nicht. Toll. So, okay. Der Double! Was? Hey, hallo, hallo, ich bin Double reingekommen, ihr seht es. Also im Spiel steht zwar Singular dran, aber ich bin auf jeden Fall als Double rangekommen. Leute, ist das ein Like wert? Ich würde sagen, ja. Nice! Meine werten Damen und Herren, das war's mit dem heutigen Spiel. Ich hoffe, euch hat die Fan-Kate gefallen. Falls ja, gebt doch einen Daumen nach oben auf dieses Video und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!